muss sich angewöhnen, so bei 2000 Umdrehungen kommt der Turbo, so bis 3000er Leistung und dann direkt durchschalten. Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass ich den schwarzen Lupo geschlachtet habe. Hier ist jetzt frisch gereinigt vom Anhänger, frisch in die Werkstatt der Motor dieses Fahrzeugs. 390.000 Kilometer gelaufen, ohne jegliche Probleme. So, aber was ist das eigentlich für ein Motor? Wir haben hier einen Dreizylinder-Pumpe-Düse-TDI, der ein Dieselmotor ist. Klar, ne? Dieselmotor, Turbolader, klar. Jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Wir haben hier in diesem Fall kein Zwei-Massen-Schwungrad. Sehr gut. Ne? Das hier oben ist die Tandempumpe. Die macht auf der einen Seite, wie man hier sieht, dass man hier so reingepopelt. Das geht zum Bremskraftverstärker, macht also auf der einen Seite Unterdruck. Auf der anderen Seite fördert sie den Sprit, ja, zu den Pumpedüse-Elementen, die übrigens sagenhafterweise, das ist jetzt kein Witz, ich habe mich auch auf den Hintern gesetzt, die machen bei Nenndrehzahl 2050 Bar Druck. Das ist heftig. 2050 Bar ist schon eine Hausnummer. So, wir haben hier einen Dreizylinder, der natürlich nicht neu entwickelt wurde. Ja, das ist kein neu entwickelter Motor, der gehört zur sogenannten EA188 Familie. Die Vierzylinder TDIs mit 101 PS kennt ja jeder, AXR zum Beispiel, sitzt im Skoda Fabia, Polo, Golf und weiß der Golf, das selbst, ja, Passat hat glaube ich die andere Bauweise, wie mit Längseinbau, aber ist im Grunde genommen der gleiche Motor. Das allerdings sind alles Vierzylinder. So. Die Vierzylinder haben 1896 Kubikzentimeter. So, das nimmt man jetzt durch 4 mal 3. Dann haben wir exakt den Hubraum dieses Motors, 1422 Kubikzentimeter. Also 1,4 Liter, ein bisschen drüber. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein abgeschnittener Motor. Die haben einfach den Vierzylinder genommen, haben den Einzylinder geklaut. 100 PS hat er als Vierzylinder, 75 als Dreizylinder. Genau 25 PS fehlen. Ja, also so deutlich hat noch nie jemand einen Motor abgeschnitten. Ja, das ist, dieser hier hat einen Gussblock. Ne? Zylinderkopf ist Aluminium.
Nicht zu verwechseln mit dem 1,2 Liter aus dem 3L TDI, also aus dem Lupo 3 Liter oder aus dem Audi A2. Die sind voll Aluminium. Also die haben auch einen Aluminiumblock mit einem entsprechend eingesetzten Hülsen, beziehungsweise glaube ich, ja, ich glaube, der hat Laufhülsen aus Guss. Aber ist sonst aus Aluminium. Ja. Pumpe Düse, ist klar, wird über die Nockenwelle bedient. Ist demzufolge auch ein 8-Ventiler, sonst wäre es wahrscheinlich ein 8-Ventiler. In dem Fall ist es ein 6-Ventiler, ich bin schon bei 4 Zylindern wieder. Ist ein 6-Ventiler. Ne? Das ist drehmomenttechnisch doch ganz interessant. Wenn wir jetzt allerdings einen 4-Zylinder TDI nehmen würden, würden das Drehmoment durch 4 teilen, mal 3, wären wir bei 180 Newtonmeter, was auch schon eine stramme Leistung ist. Hier haben wir allerdings 195 Newtonmeter. Das bedeutet, die 1,4 Liter TDI sind die drehmomentstärksten Lupos, die es auf dem Markt gibt. Also es gibt keinen Lupo serienmäßig, der stärker ist. Es sind wirklich die stärksten Motoren. Also wenn da ein längeres Getriebe dran wäre, könnten die durchaus noch ein bisschen schneller sein. Das ist schon mal grundsätzlich interessant. Ja. Den Ölinhalt haben wir hier mit 4,2 Litern wahnsinnig groß berechnet. Ihr erinnert euch, normalerweise Dreizylindermotoren haben so, ja, wenn es hochkommt, 2,5 bis 3 Liter Ölinhalt. Hier haben wir 4,2 Liter Inhalt. Ja, mit einem kleinen Bautrick haben sie die Ölwanne ein bisschen anders designt, aber dazu komme ich gleich. Die Software ist Gott sei Dank die Bosch EDC 15P Plus. Das bedeutet, man kann ihn über OBD kann man ihn auch programmieren. Habt ihr gesehen bei meinem anderen Lupo? Ich habe den ja, da haben wir mal blöd gesagt, Chip getuned. Ne? Eigentlich habe ich den nur ein bisschen umprogrammiert. Man soll es nicht glauben bei so einem Dreizylinder, aber es ist ein Langhuber. Ne? Wir haben hier 79,5 mm Bohrung, 95,5 mm Hub. Das macht diesen Motor grundsätzlich zu einem Langhuber. Das wissen wir alle. Langhuber sind drehmomentstark. Ne? Motoren mit ungerader Zylinderanzahl sind eh schon vom Drehmomentanlauf, Verlauf eh schon etwas massiver als die mit den geraden Anzahlen. Jetzt frag mich nicht, Ausgleich der Massen, ich habe keine Ahnung, die haben immer mehr Drehmoment. Siehe Audi 5 Zylinder etc. Ne? Motoren mit gleichem Hubraum haben wesentlich weniger Drehmoment, wenn die nur 4 Zylinder haben. So als Beispiel. Ne? Ja. Die, damit das Ding nicht aus dem Motorraum zappelt, hat nicht wirklich gut geklappt, aber ne, man hat sich redlich bemüht, um es zu versuchen, hat der Motor eine gegenläufige Ausgleichswelle. Über die wird auch die Ölpumpe angetrieben. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja, was haben wir noch? Wir haben 5,2, also im Lupo jetzt 5,2 Liter Kühlmittelinhalt, was auch schon recht anständig ist für einen Kleinwagen. Also, wenn ihr einen Lupo TDI seht, der vernünftig läuft, der richtig Leistung hat, einfach die Laufleistung wegignorieren. Der hier hat jetzt, wie gesagt, 390.000 Kilometer runter, der macht keine Probleme. Ich mache mir bei diesen Motoren bei 800.000 die ersten wirklich technischen Probleme, dass die Pumpe-Düsenelemente mal abgedichtet werden müssen. Geschenkt, klar. Ne? Ja, der 3L TDI. Schwierig mit seinem komischen Getriebe. Kann man, es gibt ein paar Experten, die können das ganz gut reparieren. Teilweise sind die Reparaturen, die VW da durchführt, auch völlig unnötig. Gibt es wesentlich bessere Alternativen und besagte Experten haben das. Auf Nachfrage einfach in die Kommentare schreiben, ich gebe euch die Adressen. Audi A2, wie gesagt, auch AMF, gleicher Motor.
Und den BWC oder BCW ist eigentlich der gleiche Motor in Grün, ne? Ja. Das ist halt so. Ja. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. So, da sind wir bei der anderen Seite und ich habe Wikipedia erwischt. Bei Fehlinformationen. Skandal. Ja, Wikipedia schreibt, dass diese 1,4 Liter Dreizylinder einen VTG-Turbolader haben. Natürlich nicht. So, jetzt folgende Begründung. Erstens, der hier hat einen Wastegate-Turbolader. Klar, ne? Moment, zeige ich euch. Rechts sehen wir das Turbinenrad. Das ist die Auspuffseite, ne? Wir gucken ja so praktisch da, wo der Auspuff quasi reinguckt, ne? So. Links sehen wir das Wastegate. Ne? Dieses schöne, formschöne Gerät hier ist das Wastegate. Wie funktioniert so ein Turbolader eigentlich? So. Wir erzeugen da drin Abgas, ne? Das hier ist der Krümmer. Hier sehen wir die AGR-Leitung. So. Wenn jetzt das Wastegate nicht beaufschlagt bzw. der Turbolader nicht angetaktet wird, drückt der Abgasstrom, der die Turbine hier rechts antreibt, auch dieses Wastegate auf. Ne? Und es geht alles ungehindert in den Auspuff. Der Turbolader macht also nicht viel Druck. Über Unterdruck, und zwar über diese Form, schöne Büchse hier, wird das Wastegate zugemacht. Dann geht alles über die Turbine, die dann praktisch auf dieser Seite hier mit dieser Leitung den Ladedruck durch den Ladeluftkühler und dann, ne, in die Ansaugbrücke hier oben reinsetzt. Ne? Wastegate. Warum Wastegate? So, hätten wir jetzt hier einen VTG-Lader gehabt, wäre das grundsätzlich erstmal teurer geworden. Unten sieht man übrigens ganz gerne ganz gut den Schnabel, womit sie den Ölinhalt ganz gut vergrößert haben. Ja. Diese Ölwanne macht praktisch so einen kleinen Schnabel nach hinten. Damit wird der Ölinhalt eigentlich im Grunde genommen nur vergrößert. Nach unten war kein Platz mehr. Ja. So, als erstes, wir haben einen langhubigen Motor. Zweitens, wir haben einen Diesel. Ja. Und drittens, wir haben einen Dreizylinder. Alles in allem schon mal relativ viel Drehmoment, was vorliegt oder anliegt. So, wenn ich jetzt einen VTG-Lader da drauf knalle, ist das Perlen vor die Säue. Weil die Anfahrtsschwäche hat er einfach nicht. Ne? Er kommt doch so recht gut weg. Da ist der Wastegate-Turbolader nach oben raus. Ein bisschen, also ist mein Empfinden, ist ein bisschen im Vorteil. Die Klappe geht zu, ab 2000 Umdrehungen drückt das Ding richtig nach vorne. Bis 4000 kann man drehen ungefähr. Ist angenehm. Ja? Und wenn man ein bisschen programmiert hat, kommt ein bisschen vor 2000 und man schaltet etwas vor 4000 hoch. Das reicht also ne, vom Antrieb her. Ja. Hier haben wir die Ölleitung. Die kommt von vorne, vom Ölfiltergehäuse. Ne? Versorgt den Turbolader hier mit Öl und hier unten geht es wieder zurück in die Ölwanne. Ja, das ist auch eine ziemlich weite Strecke. Deswegen nochmal, Turbomotoren mit Start-Stopp-Automatik sind eingebauter Selbstmord. Ja, kein Witz. Du fährst über die Autobahn. Mit dem hier ist irrelevant. Du hast eine Start-Stopp-Automatik, du fährst über die Autobahn, gibst mal ein bisschen mehr Gas, hast es eilig, so, dann fährst die Autobahn runter, stehst in der Ampel, klack aus. Dann kannst du deinen Turbolader schon wegschmeißen. Das Öl, deswegen auch immer einen regelmäßigen guten Ölwechsel, geht hier rein. Der Turbolader läuft in dem Öl. Der wird 600 Grad heiß. Die Abgastemperatur habe ich bei dem anderen auf 720 Grad begrenzt. Dann hält er das aus.
So, wir haben 720 Grad hier drin. Ne? Also teilweise auch mehr. So ein Turbolader kann auch mal glühen. Und dann geht der Motor aus. Das bedeutet, du hast keine Ölzirkulation mehr. Die Witze wird nicht abgeführt über das Öl. Ne? Das geht hier ständig durch. Ne? Und in dem Moment, wo du den Motor ausmachst, backt dieses Öl da drin fest. Das kriegst du dann nie wieder raus. Also, heiße Motoren, Dieselmotoren, immer kalt fahren. Deshalb ist eine Start-Stopp-Automatik das Blödeste, was du in den Diesel, in den Turbodiesel einbauen kannst. In jeden Turbomotor ist eine Start-Stopp-Automatik überflüssig. Lass das rausprogrammieren. Das kostet hinterher mehr als der Sprit, den ihr spart. Obwohl bei den aktuellen Spritpreisen könnte es langsam ungefähr gleich kommen. Aber es ist trotzdem ärgerlich, den Motor in der Werkstatt reparieren lassen zu müssen. Ja, wie man hier sieht, der Turbolader grundsätzlich ist relativ leicht auszutauschen, ist relativ klein. Das ist der Turbolader, hat sogar einen Namen. Das ist der Garrett GT1544S. Ja. Jetzt kein billiges, blödes Gerät. Der kann durchaus was. Also man merkt es ja auch beim Fahren. Ne? Das ist, wie gesagt, der drehmomentstärkste Lupo, den es überhaupt gibt. Und beim Polo muss man auch lange suchen, bis man einen findet. Und da kommt man nur noch im Bereich Tuning auf höhere Drehmomentwerte. Also knapp 200 Newtonmeter ist schon eine Ansage. Ja. Was halte ich persönlich vom 3L TDI? Der 3L TDI ist empfehlenswert, wenn du dieses Getriebe rausschmeißt. Ist halt so. Ja, kein Scherz. Und dazu kommen wir jetzt nebenan. Ja, wenn man sich ein 3L TDI kauft, ist meine persönliche Empfehlung sofort, schmeißt das Getriebe raus und baut das hier ein. Das hier ist das Getriebe vom 1.4 TDI. Sollte eigenermaßen gut reinpassen. Antriebswellen dabei. Ich glaube, die sind sogar gleich bei dem Ding. Diesen komischen Schalthebel aus der Mittelkonsole raus. Diese Schaltseile nachrüsten. Die würde ich neu kaufen. Und dann diese Schaltkulisse. Und dann diese Schaltkulisse mit dieser Mittelkonsole komplett übernehmen. Deswegen sind solche Schlachtautos wirklich immer beliebt, ne? Beziehungsweise gut angelegtes Geld bei 250 Euro. Schaltkulisse und Schaltseile mit dem Getriebe zusammen sind bei Leuten, die ein 3L TDI haben und dieses Getriebe verfluchen, weil ständig Fehlermeldungen schmeißt, ganz begehrt in Sachen Umrüstung. Ja. So, hier sehen wir den fünften Gang. Die Schaltgabeln etc. Ja, das lässt sich auch ganz relativ einfach tauschen. Ich komme mal näher. So, es gibt einen längeren fünften Gang. Wenn ich mich nicht irre, ist der vom A2 TDI mit dem 90 PS Motor. Es gibt diesen 1,4 Liter auch mit 90 PS. Und da könnt ihr den längeren fünften Gang nehmen. Ist von der Spritersparnis gewaltig, ne? Weil der geht. Also der Dieselmotor hat ja irgendwann mal eine Drehzahlgrenze. Und das liegt so bei ja, 190, knapp 200 beim Lupo. Ja, dann nimmst du den längeren fünften Gang, setzt den hier rein. Ist kein Hexenwerk, ist wirklich relativ einfach zu tauschen. Und das wird bei diesem Getriebe auch passieren. Ich werde das entsprechend vorbereiten. Hast du den 3L TDI, baust das Getriebe ein mit der Schaltkulisse, mit den Schaltseilen. Hast du ja eine Wahnsinnsersparnis. Also so lang ist dann auch nicht das Seriengetriebe, also dieses automatisierte Getriebe ist dann auch nicht so lang übersetzt. Das ist auf der Autobahn bei konstant 110, 120
Hast du eine Drehzahl von, ich glaube, knapp 1200 Umdrehungen oder sowas in der Richtung? Ja, so wie wir hier sehen, ist das durchaus kein ungepflegter Motor. Wir sehen keinen Ölschlamm drin. Wie gesagt, nochmal 390.000 Kilometer. Ne? So, das hier sind die PDE-Elemente. PDE-Elemente. Pumpe, Düse, Elemente, Elemente. Selbst reingelegt. Okay. Schwachpunkt hier, Kabelbaum. Ne? Klar. Sitzt im Öl. Warm, kalt, warm, kalt. Muss ich euch nicht erklären. Ne? Ja, hier ist die Nockenwelle. Ne? Hier haben wir Rollenkipphebel. Hier sind Rollen. Ne? Hier kippt's. Da kriegt er einen auf den Dez. Und der Abstand muss regelmäßig kontrolliert werden. Dieser Elemente. Ne? Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Dann dürfen die Elemente nicht schief sitzen. So Pi mal Auge würde ich sagen, die sitzen gut. Muss gemessen werden, klar, ne? Aber auf den ersten Blick sehen sie erstmal gut aus. Was wir in Bezug auf Langlebigkeit hier bei diesem Motor sehr, sehr, sehr schnell lernen werden und sehr, sehr, sehr schnell sehen werden. Kleinen Moment. Schaut euch mal das Tragbild der Nockenwelle bitte an. Nach 390.000 Kilometern. Deshalb gibt es für mich keine besseren Motoren als diese Motoren. Das ist kein Witz. TDI. Ja. Schaut euch den Zustand an. Hier ist kein siffiges Öl drin. Der ist gut gepflegt worden. Daran erkennt man es. Ja. Und deswegen, so einen Motor kannst du immer kaufen. Ja. Der hat keinen Verschleiß. 390.000 Kilometer. Kein Verschleiß. Das müssen einige Hersteller inklusive VW aktuell erstmal nachmachen. Ja, die können es nämlich auch nicht mehr, wollen es nicht mehr. Irgendwas zwischen können und wollen. Ja, die Ventildeckeldichtung mache ich sowieso neu, weil ich hier drin auch mal eben gucken will, ob die PDE gerade stehen. Und dann grundsätzlich eine Referenzmessung in Bezug auf die Kipphebel. Ne? Quasi Ventile einstellen für Pumpe-Düse-Elemente. Ja. Hier sieht man es nochmal. Relativ starke Federn. Mach mal Licht an. Sind die ersten. Sind die ersten Elemente. Sehe ich irgendwas an den Isolierungen, Kabelbaum? Das ist nicht der erste. Ne. Gehe davon aus, dass es nicht der erste ist. Ja, hier sehen wir noch mal ein bisschen ein Stück von der Nockenwelle. Nichts. Da ist nichts dran. Hier mal ganz streng hingucken, sehen wir, dass der Stößel ein bisschen weit links steht aus dieser Perspektive jetzt, ne? Hier könnte zum Beispiel eine Brücke rein. Hier ist er ziemlich in der Mitte. Hier auch. Ja, also von der Theorie her ist es minimal, ne? Kann auch jetzt täuschen, ich muss das messen. Ja. Also sind so die ersten Eindrücke, die ich euch mitteilen wollte, also bitte zeigen wollte. Ja. Das ganze Fahrzeug, beziehungsweise der ganze Motor hat keinen Verschleiß. Wenn ich die PD-Elemente, jetzt wollte ich schon das schon wieder sagen, wenn ich die Elemente rausnehme, gucken wir uns auch mal die Zylinder an. Aber ihr seht, für die Ewigkeit gebaut, ne? Sehr gut.
Ja, deshalb mein dringender Rat, wenn euch ein Lupo TDI in einem guten Zustand über den Weg läuft, kaufen. Völlig irrelevant, was das Ding gerannt hat. Ja, der macht das schon. Ja. Gucken, dass die Wartung regelmäßig durchgeführt wurde, am besten irgendwie mit einem Nachweis. Ja. Alles andere, ne, hier Fahrwerk und so ein Scheiß, alles, das einmal komplett neu machen mit also mit den Lenkern jetzt, ne, nicht den Axtträger. Habt ihr ja gesehen bei mir, inklusive Axialgelenk mit allem drum und dran, Materialkosten 150 und ein paar Stunden Arbeit, dann ist alles neu. Wie gesagt, bei meinem ist alles neu. Ja, das ist. Ich habe ja ein Video drüber gemacht, ne? Ja. Ansonsten Sitze etc. ist auch sehr langlebig alles. Ja. Gibt es welche mit grüner Plakette? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab Partikelfilter zum Nachrüsten oder sowas in der Richtung, aber nagelt mich echt nicht drauf fest. Ich habe keine Ahnung. Aber wir wollen ja eh nicht da wohnen, wo wir mit der Plakette fahren wollen. Also von daher sollen. Entschuldigung. Ja, also hier im Umkreis von 200 Kilometern oder sowas in der Richtung gibt es zwei Straßen. Die sind in Hamburg, da will eh keiner hin. In die Straßen meine ich da, ne? Da sind zwei Straßen, die sind mit Plakette. Ansonsten ist der ganze Norden eigentlich relativ frei. Mecklenburg-Vorpommern sowieso. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Ich wollte euch mal die ganze Geschichte mal vorstellen. Ne? Wie gesagt, Schlachtautos lohnen sich auch immer. Ne? Wenn ihr beabsichtigt, so ein Auto zu kaufen, und ihr findet einen in dem Zustand, also läuft gut, Karosserie tot und ihr habt ein bisschen Platz, der ganze Kram, der passt in den Keller. Ne? Und den Dreizylinder kannst du notfalls, kannst du den runterschleppen. Einfach wegpacken. Ganz in Ruhe im Keller Zahnriemen machen und sowas, alles in der Richtung. Und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, hast du einen da. Stell den irgendwo unter die Werkbank, der ist klein. Ne? Weil man immer sagt so von wegen, ja, wenn man den Platz hätte. Ja, so viel Platz muss das gar nicht sein. Geh in die Mietwerkstatt, danach packst du das Ding in den Kofferraum, drei Leute, Sackkarre und dann ist das Ding im Keller inklusive Getriebe. Und die restlichen Dinger ebenfalls und du hast es da. Und keine Werkstatt wird dir da erzählen können, ja, aber der Austauschmotor kostet Folgendes. Nein, den habe ich schon. Bau ein. Der ist überholt, habe ich selber gemacht im Keller. Ja, Zahnriemenwechsel, ausgebauter Motor, Pillepalle, ne? Mit Wasserpumpe etc. PD-Elemente machen und so weiter und so weiter. Aber da kommt noch ein Video zu. Gut, ich würde sagen, einen sanften Start ins Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video.